Ja, viele Vertreter der Muslime riefen vor den Freitagsgebeten zu Besonnenheit auf. Einer von ihnen ist auch Ayman Masiek, Vorsitzender des Zentralrates der Muslime in Deutschland, der mir nun live aus Aachen zugeschaltet ist. Guten Morgen, Herr Masiek. Guten Morgen, Frau Schöning. Ja, man kann schon sagen, dass der Westen ein wenig angespannt harrt der muslimischen Freitagsgebete. Mohammed-Karikaturen könnten wieder Protest und Gewalt provozieren. Auch deutsche Botschaften in der islamischen Welt sind Alarmbereitschaft. Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Also angespannt sind wir alle, nicht nur der Westen ausschließlich und die Muslime nicht, sondern wir sind alle zusammen, harren da aus, was da passieren wird, weil in der Tat ist die Situation äußerst angespannt. Es gibt ein großes Bündel an Vorurteilen, an Potenzial, die jetzt möglicherweise entfesselt werden. Und da machen wir uns natürlich auch allesamt große Sorgen, was da passiert. Und es bleibt zu hoffen, dass es nicht zu weiteren gewaltsamen Ausschreitungen kommt. Ist dieser Film, dieses Schmähvideo, sind die Karikaturen es überhaupt der Rede wert, um es mal etwas provokant zu fragen? Der Rede wert für was? Ja, für diese Ausschreitungen, die wir bislang gesehen haben, überhaupt Rede wert für diese Reaktion, die es in der islamischen Welt zum Teil gegeben hat. Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen Auslösern und der eigentliche Grund. Der eigentliche Grund, es gibt ein großes Potenzial an Vorurteilen gegenüber dem Westen. Es gibt die Völker sind dort, über viele Jahre gelitten, Demütigungen erfahren, wie Abu Ghraib-Filme oder wie Koranverbrennung, anderes mehr. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir wieder die Brücken aufbauen zwischen der muslimischen Welt und Westen. Und ich denke, das können wir am besten machen, indem wir versuchen, beruhigend darauf hinzuwirken und nicht jetzt sozusagen einen ideologischen Meinungsstreit oder einen Streit zu entfachen. Das sind sozusagen alles Vorboten, die unsere Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit einschränken. Ich glaube, darum geht es hier nicht. Ist dieser Film unter Muslimen in Deutschland überhaupt ein Thema? Natürlich ist er ein Thema und ich denke, wir untertreiben auch hier maßlos. Wenn eine Religion entwürdigt wird, wenn ein Schmähvideo wie das ganz gezielt Zwietracht sät, wenn eine ganze Religion diskreditiert und diffamiert wird, dann hat das nicht etwas damit zu tun, dass ich jetzt Befindlichkeiten äußere, sondern hier wird Menschenverachtung dargestellt und das ist auch etwas, was mit unseren Menschenrechten nicht vereinbar ist und was auch durchaus eingeschränkt werden muss, weil es nicht dazu zählt, eine Meinung zu äußern, sondern eben eine ganze Religion zu diffamieren. Und ich denke, das sollten wir nicht zulassen. Das gehört einfach nicht hierhin. Nicht zulassen bedeutet für Sie auch, dass man ein Verbot aussprechen sollte, diesen Film nicht zeigen zu wollen. Hört da für Sie dann an dieser Stelle auch die Meinungsfreiheit auf, wenn ich Sie richtig verstanden habe? Ich denke, das Video als solches kann man auch, weil es im Internet schon längst kursiert, schwer einschränken oder auch verbieten. Wofür wir aussprechen ist, dass eine öffentliche Inszenierung, insbesondere auch von Rechtsradikalen, diesen Film zu zeigen, dass wir das versuchen, mit allen rechtlichen Mitteln zu unterbinden. Weil hier wird ein Film, der Hass, der Rassismus sät, gezeigt, um wiederum das weiter zu entfachen. Und dann ist es, glaube ich, der nächste Schritt, dass Fanatiker von der anderen Seite kommen, dass sich dann hochschaukelt. Und das möchte ich nicht hier in unseren Straßen in Deutschland haben. Und deswegen sollten wir alle rechtlichen Mittel da ausschöpfen, um das zu unterbinden. Und deswegen unterstützen wir auch die Bundesregierung, die das ebenfalls will. Diese rechtlichen Mittel werden auch diskutiert innerhalb der Bundesregierung. Wie bewerten Sie insgesamt das Verhalten der Bundesregierung jetzt bezüglich des Schmähvideos und der Reaktionen darauf? Besonnen, darauf aus, dass die Wogen nicht weiter eskalieren, dass man hier versucht, auch darzulegen, dass es hier nicht darum geht, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit einzuschränken. Hier steht nicht Meinungsfreiheit versus irgendwelcher Befindlichkeit einer bestimmten Religionsgemeinschaft auf dem Spiel. Nein, wir müssen hier auch unsere zivile Gesellschaft verteidigen, in dem Sinne, dass wir hier nicht zulassen, dass radikale Hüben wie drüben eine Plattform gegeben wird, wo sie sich austoben können. Das möchte ich nicht und das möchten, glaube ich, auch viele
Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, ob Muslime oder Nicht-Muslime auch. Nun haben die Karikaturen in der Satirezeitschrift Charlie Hebdo schon für Aufsehen gesorgt. Die Titanic hierzulande hat nun auch angekündigt, eventuell Karikaturen in diese Richtung zu veröffentlichen. Was raten Sie, wie sollten wir damit umgehen dann? Also ich finde diese Aktion sehr, sehr durchsichtig und ich denke, wir sollten unsererseits auch nicht oft darauf reinfallen. Das ist keine Frage der Meinungsfreiheit. Also wenn ich meinen Nachbar einfach anspucke und dann sage, das ist Satire, Edge, ich glaube, das ist eben nicht. Und Satire ist etwas, was kontextgebunden ist, was sich auch als Witz, als intelligenter Kniff erweist. Und jetzt hier einfach obszöne Bilder zu zeigen und dann mal schauen, wie die Reaktion ist, wohl wissend, dass das die Auflage letztendlich erhöht. Dieser PR-Gag ist sehr durchsichtig und hat meiner Meinung nach gerade in dieser Zeit nichts zu suchen, weil er nämlich nur auf Provokation aus ist und nicht wirklich irgendeinen Missstand auch annähernd zu kritisieren. Ich finde es schon bemerkenswert, dass wir dann jetzt dieses Beispiel aufnehmen und daraus dann eine ideologische Debatte führen. Wir müssen jetzt sozusagen unsere Meinungsfreiheit verteidigen. Hier will ein Blatt einfach schauen, dass es überlebt und versucht, die Auflagen zu erhöhen. Wovon gehen Sie aus? Was wird uns eventuell noch in den nächsten Tagen und Wochen erwarten? Es gibt ja jetzt unglaublich viele Missverständnisse. Ich habe gerade von den Vorurteilen und Missverständnissen berichtet in der muslimischen Welt, die da meinen, der Westen so pauschal ist darauf aus, Religion zu diffamieren, ist dekadent und anderes mehr. Diese ganzen Sachen werden ja natürlich auch insbesondere von Radikalen und Extremisten transportiert. Und hier erleben wir Ähnliches, dass Extremisten versuchen, ihrerseits Vorurteile zu transportieren. Die Muslime sind besonders empfindlich und wir müssen jetzt achten, dass unsere Werte... Nein, wir haben alle gesamt die gleichen Werte und selbstverständlich achten und schätzen Muslime hierzulande Meinungs- und Pressefreiheit. Aber wir haben auch den Schutz der Religionsgemeinschaften, auch als ein verbrieftes Recht in unserem Grundgesetz. Und das gilt es auch zu schützen und auch zu verteidigen. Wir haben Menschenrechte zu verteidigen. Wir haben die Würde des Menschen auch als Religionsanhänger zu verteidigen. Und natürlich ist das immer ein Stück weit ein Abwägungsprozess. So ist das immer wieder. Und den müssen wir besonnen und sachlich führen. Und da bisweilen fehlt uns einfach auch diese Muße, das zu tun, weil wir immer wieder ständig von irgendwelchen gewalttätigen Ausschreitungen oder von irgendwelchen Provokationen, Koranverbrennungen und anderes mehr beeinflusst werden und diese sachliche Diskussion nicht führen können. Möge Besonnenheit und Sachlichkeit also überwiegen. Ganz herzlichen Dank, Herr Masiek, für das Tagesgespräch hier heute bei uns bei Phoenix. Dankeschön, Frau Schöning.